herzlich willkommen zu unserem heutigen GSA-TV-Talk, die Nummer 36. Jonglieren mit Honoraren und Selbstwertgefühl. Dazu habe ich mir wieder, wie jeden Monat, drei Gäste eingeladen, drei Experten, die uns aus diesem und zu diesem Thema etwas erzählen werden. Als erstes Greta Andrea. Hallo. Greta Andreas, du hast eine Redneragentur, die Golden Gap, du bist aber auch Coach und Trainerin und du hast in deiner Agentur ganz exquisite Speaker wie Asko Dohm, wie Galvez, wie Marco von Münchhausen, Anne Schlüter, also die Creme de la Creme sozusagen. Und hier spielt Honorar sicherlich eine wichtige Rolle. Spielt in jedem Fall eine Rolle, aber, und dafür steht eben auch Golden Gap, natürlich nicht die einzige. Das heißt, wir nehmen in unserer Agentur Redner und Trainer und Coaches, aber eben auch Wissenschaftler und durchaus auch mal den einen oder anderen Prominenten auf, weil er was zu sagen hat oder weil sie etwas beizutragen hat. Und das sind häufig auch Trainer und Redner und Speaker, die noch nicht so ganz hoch im Honorar angesiedelt sind, die wir dann aber aufbauen und die über die Jahre nachhaltig eine Expertise entwickeln. Aber sind dabei selbstverständlich auch schon sehr hochbezahlte. Hochbezahlte, dann gehen wir gleich rüber zu unserem Einkäufer. Also nicht nur Einkäufer, folgt man näher. Du hast eine längere Geschichte, bis du zum Trainer und zum Coach gekommen bist. Da waren andere Dinge dabei. Studierte Gitarre, was ich besonders faszinierend fand. Aber auch, du bist auch ein Partner, wenn es um Verhandlungen geht, Verhandlungsführer geht, Coach und Trainer für dieses Thema. Und du warst viele Jahre Einkäufer. Und zwar Einkäufer in einem Bereich, wo es besonders hart eingekauft wird, nämlich im Handel. Ja, das stimmt. Ich war über 10 Jahre im Einkauf, Einkaufsleitung bei den 3 bekanntesten Händlern in Deutschland mit sehr unterschiedlichem Hintergrund. Und da ist Härte, wird da immer ein bisschen verwechselt, auch mit dem Stil, der da zugange ist. Also ich glaube, was wir da immer hochgehalten haben, war die Klarheit in der Zielsetzung zu haben. Dass das, und dann das auch war immer die Hälfte vom Preis oder wo lag die Klarheit? Ja, dass man dann natürlich schaut, wenn man im Handel ist und Produkte einkauft, ist die Wertschöpfung, die man generieren kann, funktioniert nun mal über den Preis, den ich am Markt erzielen kann beim Kunden. Und das, was ich dafür bezahlen muss bei der Industrie, beim Hersteller. Dass hier sehr viele Diskussionen um den Preis gehen, gehört zum Spiel dazu. Aber das hat sich in den letzten Jahren gewandelt, wenn man mit jemand 10, 12 Jahre verhandelt. Und ich hatte einige Verhandlungspartner, die ich mindestens so lange kannte. Da kommen ganz andere Dinge ins Spiel, nämlich das, wie man miteinander umgeht. Sind da noch Ideen da, wie man Produkte platziert, wo sind Innovationen, wo geht's weiter? Was kann man denn noch machen, außer Preismarketing? Außer nochmal den günstigsten Kurs, nochmal einen Rabatt, nochmal so eine Geschichte. Und da haben die Gespräche sich auch gewandelt in den letzten Jahren. Das heißt, wenn ein Verkäufer da ist, der ein Produkt bringt und dazu noch eine Idee, wie man damit auch guten Umsatz und Gewinn machen kann, kann es wertvoller sein als ein billigere oder mehr Prozente? Ja, definitiv. Also der läuft oder lief bei mir zumindest und auch bei meinen Teams offene Türen ein. Und da haben wir sehr genau hingeschaut, dass wir die auch lieber hatten, wie die gesagt haben, okay, wir wollen jetzt einfach einen Lastwagen Ware abladen und einfach den günstigsten Kurs. Wenn dann die Qualität nicht stimmt, wenn die Vermarktung nicht stimmt, wenn einfach die Kunden nicht da sind, die die Produkte haben wollen, dann spielt der Preis irgendwann weniger eine Rolle. Es geht darum, ja auch eine Wertschöpfung generieren zu können. Okay. Und das funktioniert. Da kommen wir auch gleich nochmal so richtig im Detail drauf. Schauen wir uns unseren dritten Gast an, Professor Dr. Jutta Heller. Du bist Expertin, Trainerin für Veränderungskompetenz und Resilienz. Das ist ein wunderbares Wort. Was ist das? Resilienz kann man ganz einfach ausdrücken, Stehaufmännchenkompetenz. Das heißt, dann, wenn es einem gerade nicht so gut geht, wie kommt man aus dieser Situation wieder heraus? Wie kann man wieder senkrecht stehen, sich auf beide Füße stellen und dazu eben auch eine innere Stärke zu entwickeln? Da unterstütze ich die Menschen. Eine deiner Eigenschaften, warum du heute auch hier bist, ist ja, dass du zum einen eine halbe Stelle in einer Fachhochschule hast. Das heißt, ein Teil von dir ist angestellt und der andere Teil ist sozusagen in der freien Wirtschaft tätig. Ist da Unterschied sehr groß? Also ich sage ganz gerne, die Fachhochschule ist mein Hobby, auch wenn ich es vom Honorar her sehe. Es wird natürlich an der Hochschule relativ wenig bezahlt. Andererseits ist es natürlich sehr hilfreich, durchaus auch fürs Verkaufen den Titel zu haben. Ich bin seit über 20 Jahren selbstständig. Also von daher habe ich eher auch meine Seele im Bereich, dass ich sage, ja klar, ich muss schauen, dass ich meine Produkte letztendlich dann bei den Verkäufern, bei den Personalentwicklern dann auch gut platzieren kann.
Und das ist eine Gratwanderung? Das ist eine Gratwanderung, ja, wo es natürlich immer so darum geht, wie viel bin ich mir jetzt selber wert, wie viel möchte ich dann auch verlangen. Mhm. Und ich kenne das sehr wohl bei mir, dass ich da immer wieder so am Hadern bin und sage, wie hoch kann ich denn jetzt mit dem Preis gehen? Mhm. Ich vergleiche es aber in keinster Weise Hochschule und der Bereich, das sind zwei getrennte Bereiche. Schauen wir nochmal, was uns unser Einkäufer sagt, also ehemaliger Einkäufer, heute ja Trainer für Verhandlung. Was waren denn so die größten Fehler, die dir so begegnet sind von den Vertriebsmitarbeitern? So Anekdoten aus deinem Leben, ein, zwei Sachen, wo du sagst, ja, da kann man jetzt echt was davon lernen. Das, so macht man es nicht. Ja, in der Verhandlung, also der absolut größte Fehler, der mir auch immer wieder begegnet ist, auch gerade mit Vertretern, die ich sehr lange kannte, war, dass die schlicht und ergreifend nicht vorbereitet waren. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, da kommt ein Lieferant zu mir als Händler, da geht es um mehrere zig Millionen Umsatz, was man gemeinsam macht. Man hat ein Jahresgespräch, also man spricht über die Rahmenvereinbarung von, ich sage es einfach mal, 50 Millionen Euro Jahresumsatz. Und da kommt nennt sich Vice President Sales, kommt an den Tisch und hat nichts dabei. Der hat sein schwarzes Büchlein dabei, ja, aber keine Unterlagen. Und wenn ich dann frage, Mensch, wie waren denn die Umsätze, wie ist die Entwicklung, sagt er, ja, da muss ich jetzt mal irgendwie gucken oder jemand anrufen. Ja, also das waren die so ein bisschen. Und da kann nichts dabei rauskommen. Und da haben wir so eine Situation draus gemacht und gesagt, komm, hier ist ein Telefon. sollen wir mal bei uns nachschauen? Also es ist dann irgendwie total unglaublich, wie man da dann ein Gespräch entwickeln soll, wenn die Basis nicht da ist. Und was für mich da eben auch die Rolle ist, Vorbereitung, ist ja dann nicht nur, dass der sich einfach nicht mit beschäftigt hat, er ist in diesen Termin gekommen. Und was sich dann rausgestellt hat, ihm war es einfach natürlich total unangenehm. Der hatte keine Lust, das 10., 12., 15. Jahresgespräch mit mir zu führen, weil er wusste, da gibt es durchaus offene Themen. Und ich fand es für mich extrem, weil mir da Wertschätzung gefehlt hat. Ich finde, Vorbereitung ist nicht nur, dass ich inhaltlich fit bin, dass ich weiß, um was geht es hier, worüber sprechen wir, was ist das Volumen, wo wollen wir hin, was kann passieren, sondern es hat auch Wertschätzung meinem Gesprächspartner gegenüber. Weil ich bereite mich ja nicht nur inhaltlich vor, ich bereite mich auch auf die Menschen vor, mit denen ich da am Tisch sitze, und zwar sehr intensiv. Wertschätzung ist ja auch ein Thema von Chris Andreas. Du sitzt schon die ganze Zeit nicken. Ich höre das mit großer Freude, dass es nicht nur in dem sogenannten Speaker- oder Trainermarkt so um Wertschätzung geht, sondern in unserem Markt ganz, ganz explizit. Also das ist was ich ja seit vielen Jahren beobachte, dass es eine große Tendenz Gott sei Dank gibt, auch in diesem Speaker- und Trainermarkt, wieder wirklich mehr auf Content und Qualität auch inhaltlich zu setzen. Andererseits gibt es natürlich auch sehr viele Beispiele dafür, dass, so wie ich das immer nenne, jemand ein Mäntelchen anzieht, eine kleine Maskerade macht und zum Kunden läuft, zum Teilnehmer geht oder auch eben zum Unternehmenskunden, der ihn einkauft. Doch das ist mein Vortrag und nimm es, und überhaupt nicht in der Lage ist, es zu adaptieren, sich in keinster Weise vorbereitet. Und unter Vorbereitung verstehe ich tatsächlich eben auch vorrangig gar nicht den Inhalt, sondern mit wem habe ich es zu tun, mit wem spreche ich, für wen spreche ich und wie sollen meine Teilnehmer eigentlich hinterlassen sein, wenn ich wieder weg bin. Ja? Das finde ich immer eine ganz spannende Frage. Also wenn ich in den Positionierungscoachings mit den Teilnehmern darüber spreche, schauen die mich ganz irritiert an und sagen, naja, das habe ich mich so noch nie gefragt. Sag ich, ja, dann bitte einmal hinsetzen und darüber nachdenken, was ist denn euer innerer, sehr spezifischer Beitrag, den ihr leistet? Was wollt ihr denn eigentlich erreichen bei den Menschen? Und dann kommen dies und jenes so an plakativen Antworten, aber diese Orientierung zum Kunden hin und diese Orientierung wirklich zu sagen, was kann ich ganz persönlich mit dem Moment, den wir miteinander verbringen, leisten und stiften, das kommt mir immer noch ein bisschen zu kurz. Ich sehe es aber tendenziell, Gott sei Dank, und eben bei unseren Rednern allemal, die wir in der Agentur haben, dass denen das ein sehr großes Anliegen ist. Wenn wir jetzt sagen, dass wir mit den Honoraren jonglieren, aber auch mit dem Selbstwertgefühl, ist es ja sehr wichtig, dass wir das Selbstwertgefühl aufbauen. Das heißt, wenn ich mich vorbereite, wenn ich mir mal Gedanken um den Nutzen für meine Teilnehmer mache, wäre das doch schon mal eine Form der Vorbereitung. Das in jedem Fall. Das ist eine der absolut notwendigen Formen der Vorbereitung. Und die nützt mir auch was, weil mein Selbstwertgefühl nach oben geht. Absolut. Und ich würde Selbstwertgefühl noch ergänzen wollen um Selbstwertschätzung. Denn es geht ja nicht nur darum, dass ich den anderen wertschätze und den anderen sehe, sondern auch, dass ich eine Anerkennung und eine Schätzung meiner eigenen Kompetenzen und Talente habe. Ob ich das selbst Wertschätzung bedeutet, ich nehme das an und ich weiß einfach über mich Bescheid. Ich weiß über meine Wirkung, ich weiß über meine Talente Bescheid. Und ich ahne auch, welchen Nutzen das für jemand anders haben kann. Jetzt hast du gerade gesagt, oder nein, ich würde es anders sagen, was sind denn die Honorare, die so üblich sind jetzt mal bei Speakern, die du vertrittst? Die sind ja eher hochpreisig.
bei den meisten tatsächlich, würde ich sagen, im deutschen Markt zumindest hochpreisig. Mhm. Das sind Einstiegshonorare um die 10.000 Euro. Mhm. Okay. Für eine normale Keynote und Seminare, Workshops, Trainings, die ja auch zum Teil geben und Beratungen durchaus noch darüber. Wenn ich jetzt auch an eine Podiumsdiskussion denke, an der ich vor einiger Zeit teilgenommen habe, wo es hieß, dass 3,5% der Männer 2.500 Euro, wir betonen jetzt aber Trainer, bekommen und die Frauen 0,6%. Jetzt ist Speaking und Training ein bisschen was anders, da gibt es auch eine gewisse Differenzierung zwischen den Honoraren, aber es klafft doch ganz schön. Wie schaffe ich das denn jetzt und was muss ich, also nicht nur im Selbstwertgefühl, aber da auch tun, um wirklich da mal mich hochzuarbeiten? Anders kann man es, glaube ich, gar nicht sagen. Ich würde ähnlich wie in der Positionierungsarbeit immer sagen, erstmal, und das klingt sehr merkwürdig, aber es ist tatsächlich nützlich, die Augen weg vom Markt, die Augen auf mich selber richten. Wenn ich als Trainer oder Speaker, und ich mache da eine sehr deutliche Unterscheidung, aber in dem Fall passt es für beide, wenn ich da eine Unterscheidung treffen will, erstmal den Markt komplett außen vor lassen und sagen, was kann ich, wer bin ich? Wir arbeiten so über die logischen Ebenen in der Positionierung. Das heißt, jemand analysiert und erforscht erstmal sich selber, seine eigenen Talente. Und über diesen Weg kristallisiert sich in der Regel etwas sehr Spezielles und sehr Spezifisches und auch Einmaliges heraus. Und wenn wir das haben, dann gehen wir in den Markt und schauen, ist der Markt denn dafür zu haben? Und wenn ja, zu welchem Preis? Und dann ist es eine ganz andere Herangehensweise an eine Honorarverhandlung oder an eine Honorarbildung überhaupt, als wenn ich immer schaue, aha, der kriegt das, der kriegt das. Das übliche Ranking ist so oder so oder so. Wir machen den Abgleich erst zu einem etwas späteren Zeitpunkt, weil ich glaube, dass wir uns alle sehr beschneiden sonst. Ich habe ja den Vorteil, dass ich ja inzwischen Trainings gebe und habe ja Teilnehmer, die in Wirtschaftsunternehmen arbeiten. Die haben ja das Thema Selbstwertgefühl spielt natürlich auch eine Rolle, aber die haben zuerst mal eine Firma hinter sich, ja, die irgendwie eine Größe hat, der hat einen Namen. Und da bin ich dann ein bisschen mehr im Detail, die brauchen ein Vehikel. Wie schaffe ich es denn, einen Preis überhaupt mal zu nennen, wenn ich denn danach gefragt werde? Ja, das sind ganz einfache Dinge. Und dann erlebe ich die in Rollenspielen, die wir in den Trainings machen. Hoher Praxisanteil, gehört dazu, Kamera läuft. Und dann sitzen die da und bekommen von ihrem Gegenüber die Frage, was kostet denn das Glas Wasser jetzt hier? Ne? So eine ganz einfache Frage. Und dann überlegen die und kommen mit ganz viel Ausweichtaktiken und nennen schlicht und ergreifend den Preis nicht. Und das sind so ganz einfache Dinge, die da, glaube ich, manchmal helfen. Und da versuche ich dann so Brücken zu bauen. Ich sage, okay, es gibt sowas wie einen Elevator-Pitch. Vor 2 Wochen habe ich mit einem Vertriebler gesprochen, der gesagt hat, Mensch, da gibt es einen uralten Hut. Das hat mir vor 30 Jahren schon mein Mentor erzählt. Das heißt, Leistung, Preis, Vorteile, LPV, kennt hier jeder. Ja, das ist so ein Ding. Und da brauche ich 2 Sätze vorher und dann nenne ich den Preis. Ja, kostet 1,50 und dann sage ich, warum das jetzt toll ist, hier ein Glas Wasser zu trinken. Und so ganz einfache Dinge. Ja. Und da stelle ich fest, manchmal muss man wirklich daran arbeiten, um einfach mal eine Klarheit zu bekommen, um was geht's, was kostet's und was bringt's mir, wenn ich's habe. Warum fällt es den Leuten schwer, einen Preis zu nennen? Also warum ist das so eine grundsätzliche Scheu da? Also mir hat mal einer gesagt, eigentlich entsteht der Preis genau hier zwischen den beiden Ohren. Genau. Und ich kenne es von mir einfach Phasen, wo ich selber, also so in einer Woche im Prinzip jeden Tag den Preis wieder verändert habe, bis ich dann endlich gesagt habe, okay, den will ich jetzt verlangen. Und das ist, glaube ich, nur eine Einstellungssache, wenn klar ist, welches Produkt ich anbieten möchte. Einstellungssache, mit was will ich, welche Zahl will ich tatsächlich dann nennen. Mhm. Ja, und das muss sich dann so allmählich innerlich, also so habe ich zumindest den Prozess wahrgenommen, verfestigen, um dann auch mit einem guten Gefühl das aussprechen zu können. Aber es dauert, bis man genau dahin kommt und dann, ja klar, ein bisschen einpacken den Preis, das kann man dann ganz mit Technik und ein bisschen lernen. Ja. Genau, an der Stelle würde ich gerade sagen, be aware of sozusagen, achtsam ein bisschen mit dem, ja, dann kann man das ein bisschen einpacken. Ich glaube, dass die Versprachlichung dieser Haltung außerordentlich wichtig ist, um auch die Wertschätzung, auch in Preisverhandlungen, das wirst du sicherlich eher noch wissen als ich in dem Fall, um dem Kunden die Wertschätzung entgegenzubringen, dass er auch wirklich weiß, aha, das kostet so viel, weil... Das heißt, auch dem Kunden eine Erklärung liefern können. Ich meine, nicht umsonst haben Agenturen wie Golden Gap und andere Redneragenturen ein gutes Standing, weil sie nämlich genau das den Rednern ja abnehmen, diese Verhandlungen. Mhm. Ja? Und das ist auch gut so, glaube ich. Nichtsdestotrotz, zuerst kommt genau das, was du sagst, die innere Haltung haben, das eigene Produkt und den Preis für dieses Produkt definiert haben. Das Versprachlichen und das auch angenehm so kommunizieren, dass es einladend sein kann, das können manchmal andere tatsächlich für das eigene Produkt besser tun. Die Empfehlung an Speaker wäre natürlich dennoch, es selber für sich zu formulieren.
Da gibt es natürlich jetzt diese Katze-beißt-sich-in-Schwanz-Problematik, denn in dem Moment, wo ich mein Honorar noch nicht so klar definiert habe, finde ich auch selten eine Agentur, die mich vertritt. Wenn mein Honorar mal klar definiert ist, dann habe ich auch eine Agentur, da brauche ich sie nicht mehr. Nein, doch, selbstverständlich brauche ich sie noch. Die Frage ist, was können wir denn jetzt tun, um das Selbstwertgefühl nach oben zu bringen, um die Fehlerquote auszuschließen? Also auf was müssen wir achten, wir diejenigen, die ihre Speeches oder ihre Trainings verkaufen, um ein gesundes, klares Honorar anbieten zu können? Was sind so die Sachen, die wirklich da sein müssen? Du hast vorhin schon mal gesagt, mangelnde Vorbereitung ist fast erschütternd, weil das ist ja so ein bisschen das Mindeste. Aber scheinbar doch nicht so ganz normal. Ja, ich würde es auch mal umdrehen. Also die gute Nachricht ist ja, es gibt erfolgreiche Verhandlungen. Es ist ja nicht so, dass alles in die Binsen geht. Ja? Man kann durchaus über Preise sprechen und über Leistungen. Das ist ja ein Geben und Nehmen. Und dann wird es erfolgreich. Da gibt es ja durchaus Wege, das zu tun. Das ist ja nicht so, dass irgendwie alles, was wir oder was ich die letzten 12, 15 Jahre gemacht habe, nicht erfolgreich gewesen wäre. Der Prozentsatz, der schwankt immer so ein bisschen. Ja? Und so geht es mir ja heute auch. In 2 Jahren, wo ich jetzt unterwegs bin, hatte ich natürlich auch das Thema Preis. Ich musste mich auch positionieren, musste überlegen, was soll das denn kosten, wenn mich denn dann einer haben möchte. Da gibt es einfach auch Dinge, worüber man sprechen kann. Ich habe schon auch eine gewisse Flexibilität dabei. Ja? Du hast auch gesagt, Mensch, es ging mal hoch und dann ging es wieder runter und dann war ich bei irgendeinem Betrag X und dann war es Y. Das bewahre ich mir schon auch heute, also obwohl ich Verhandlungstrainer bin. Und dann kommt natürlich ein Kunde an und sagt, Mensch, mit dir möchte ich jetzt über den Preis sprechen. Da sage ich, okay, spannende Geschichte. Und dann fange ich an zu spielen, dass ich sage, es gibt ein einfaches Thema, das heißt Konditionalprinzip. Ich gebe nie einen Preisnachlass, ohne etwas dafür zu bekommen. Und da habe ich mir eine gewisse Flexibilität. Ich weiß, da gibt es andere Meinungen, die sagen, ich lasse nie einen Preis nach, der ist so. Ja, warum soll ein Tag anders sein wie 10 Tage? Ich denke schon, wenn ich was dafür bekomme, ein größerer Auftrag, wo ich mich nur einmal vorbereiten muss, aber 20 Mal das Gleiche mache, da kann ich mir dann schon ausdenken, dass ich sage, okay, da habe ich weniger Aufwand. Also warum soll ich denn, was hier in meinem Tagessatz kalkuliert ist, in Vorbereitung, die ich nur einmal machen muss, ja, und ich kann das skalieren. Profitieren wir beide davon, der Kunde und ich, weil... Dann gebe ich da was nach oder ich kann über Fahrtkosten nachdenken, ich kann meine Anreise anders planen. Da gibt es schon Dinge, wo ich drüber nachdenke. Aber ich gebe nie etwas her, ohne etwas dafür zu bekommen. Das ist das Konditionalprinzip. Das gilt in Verhandlungen mit der Industrie genauso wie für mich als Trainer. Ich werde nie irgendwie einen Preis nachgeben, ohne zu sagen, okay, what's in for me? Wenn irgendwas weggeht, muss unten was weg. Ja. Da gibt es in einem Buch, das jetzt vor kurzem auf den Markt gekommen ist, einen Verhandlungsvorschlag, dass es eben, oder ein Beispiel, wo eben der eine sagt, wir geben unsere Preise immer mit 10% Aufschlag, weil die gehen wir danach auch runter. Und die anderen, die sagen, mein Preis ist X und der bleibt X, egal was passiert und wenn sich die Erde auftut. Was würdet ihr denn jetzt vorschlagen? Ist es denn geschickter, eben schon mit einer gewissen Verhandlungsspanne reinzugehen oder starr und konsequent, wir wollen mal nicht sagen stur, aber konsequent bei einem bestimmten Preisbetrag zu bleiben. Was empfiehlt ihr von den beiden Strategien oder gibt es sogar eine dritte? Also ich glaube, man muss ein bisschen nach der Branche anpassen. In den Branchen, wo die es auch gewöhnt sind, letztendlich zu verhandeln, weil sie selber viel im Einkauf, jetzt Automobilbereich zum Beispiel oder gerade die produzierenden Unternehmen, da gehe ich immer davon aus, dass noch nachverhandelt wird. Und das war bisher auch immer so. Und dann habe ich genau das gleiche Prinzip, dass ich sage, da muss ein bisschen so Spielraum sein und dann kann man eben dieses Paket entsprechend schneidern, ob ich die Skripte mache, ob die Skripte dann machen. Also irgendwie findet man da denn einen Weg zusammen. In anderen Branchen, also zum Beispiel im Gesundheitsbereich, wo ich auch häufig arbeite, da ist es nicht so mit diesem Nachverhandeln. Da kann ich davon ausgehen, dass der Preis, den ich nenne, auch genommen wird. Mhm. Ja, und was aus meiner Sicht auch noch ein ganz entscheidender Punkt ist, ich kann ja nicht einfach reingehen und ein Produkt anbieten und sagen, und dafür will ich jetzt X. Sondern ich würde genau anknüpfen bei dem, was du sagst. Ich brauche zuvor einen entsprechenden Vorlauf und muss mit denen ja auch erstmal genau schauen, was brauchen die. Und wenn das Gefühl da ist, dass das Produkt wirklich passt, dass das, was ich ihnen als Vorgehensweise empfehle, dann kann erst der Preis kommen. Und wenn sie zuvor das Gefühl haben, dass es passt, dann ist es auch leichter, den Preis dann durchzukriegen. Das heißt, du würdest jetzt empfehlen, den Preis am Ende vom Gespräch zu nennen. Gibt es andere Vorschläge? Es gäbe ja noch die Mitte, es gibt noch den Anfang. Gibt's, also was meint ihr? Also es ist tatsächlich insofern auch branchenabhängig. Ich vermute mal stark, ohne große Kenntnis zu haben, dass es bei Industrieunternehmen anders ist, sage ich mal jetzt, als in dem Bereich, über den wir jetzt hier gerade sprechen. Andererseits, ich verhandle natürlich mit Einkäufern, auch industrieseitig, die für einen Jahresauftakt, für eine Keynote jemanden einkaufen möchten und folge dir da sehr. Es bedarf ganz klar der Bedarfsklärung.
Wirklich. Und auch das übrigens, ein kleiner Loop an der Seite mal geöffnet, nochmal zum Thema Wertschätzung. Ich erlebe es erschreckend häufig, dass Unternehmen, sei es jetzt HRler oder Marketingleiter oder Geschäftsführer, die bei mir anrufen, einen Redner buchen, am Ende des Gesprächs sagen, so hat mit uns noch nie jemand gesprochen. Das ist ja unglaublich. Mir wird ja jetzt erst klar, was ich überhaupt alles machen kann. Wenn ich sage, jemand ist bereit, ein Budget von 5 oder 10 oder 100.000 Euro auszugeben für ein Event, für einen Redner und erschreckend wenig Zielsetzung, erschreckend wenig Sensibilität selber dafür hat, was er eigentlich möchte, dann kann ein solches Gespräch, und da wird erstmal noch gar nicht groß über Preis geredet, aber es wird ein Rahmen gesteckt. Also von daher dazwischen. Meine Formulierung, die ganz gut bewährt ist, lautet dann, naja, wenn Sie den und den Redner haben möchten, Sie wissen, üblicherweise erhält er für eine Keynote in dem und dem Rahmen englischsprachig Betrag X, üblicherweise für einen Tag das und das. Und jetzt sagen Sie doch mal genau, was möchten Sie denn eigentlich inhaltlich erreichen? Das heißt, dann gehe ich weg von dem Preis und über das Gespräch wird sehr schnell klar. Und bei mir gibt es auch kein Nachverhandeln an der Stelle. Das gibt ein sehr klares und ein sehr ehrliches Gespräch. Wie, das ist toll und es übersteigt unser Budget. Dann sage ich, wie hoch ist Ihr Budget? Okay, und was bieten Sie uns denn jetzt an, diese Strategie eben auch, was bieten Sie uns denn an? Wie kann ich denn dem Redner das schmackhaft machen, dass er dennoch gerne zu Ihnen kommt und nicht nur einfach so? Mhm. Kommt da was? Oh ja, wir haben, aber es ist immer auch die Frage, aber was mir wirklich nützt als Speaker? Ja. Manchmal kommt natürlich nichts. Ja, wie, was meinen Sie denn jetzt? Dann sage ich, naja, Sie haben doch eine Idee damit und stellen Sie sich mal vor. Und wenn dann gar nichts kommt, dann ahne ich schon, es ist auch nicht der Kunde, mit dem wir gerne arbeiten. Und das Gute ist, dass wir uns ein bisschen auch das erlauben dürfen und zu sagen, naja, mit dem Kunden nicht. Und dann weise ich das an eine andere Agentur oder einen anderen Redner weiter, wo ich weiß, da passt es ganz gut. Und in dem Falle für meinen Redner passt es vielleicht nicht gut. Wir haben ganz, ganz wunderbare Erlebnisse damit. Es gibt ja Redner, die legen ganz besonderen Wert auf ein sehr komfortables Leben. Dann weiß ich, man kann den Ausgleich machen mit einem schicken Hotel, mit einem tollen Abendessen, mit einer Einladung zu einer Oper, die es sonst nicht gibt. Also die Kunden sind sehr kreativ, wenn man ihnen das erlaubt und wenn man sie darauf hinweist, dass das Ganze ja auch noch eine spielerische Komponente haben darf. Bei aller Professionalität, die sowieso selbstverständlich ist. Wir haben experimentiert mit einem Redner gerade ganz bewusst, was das angeht. Wir sagen, das ist der Preis. Da geht es um eine Keynote, die kostet immer 9.000 Euro. Und wenn es tatsächlich so ist, dass das Budget nicht da ist und es nicht um so eine Nachverhandlungstrickkiste geht, dann sagen wir, gut, es muss mindestens 8.000 sein oder 7.500 und ein Geschenk. Und dann sind die völlig irritiert. Ja, aber in welchem Wert denn? Sag ich, das ist völlig Ihnen überlassen. Ja, und was für ein Geschenk? Das bleibt völlig Ihnen überlassen. Und die Kunden gehen erstmal in eine völlige Irritation damit. Und wir haben unglaublich schöne Ergebnisse damit. Und manche entsprechen wirklich dem Wert. In der Regel ist es mehr wert. Man kann es nicht materiell aufwerten. Aber es ist also einfach eine schöne Erfahrung. Und es macht uns sehr, sehr viel Spaß, die Kreativität der Kunden da auch ein bisschen zu kitzeln. Ich glaube, es ist fast egal, wenn man den Preis nennt. Irgendwann wird danach gefragt. Ich trainiere Einkäufer und die werden irgendwann mal wissen wollen, how much is the fish? Ja, was kostet das denn nun? Ich glaube, wenn man in Preisregionen unterwegs ist als Trainer, ich sag mal 5.000 plus, sollte man den Preis recht früh nennen, weil da wird es viele geben, die sagen, okay, das kommt einfach nicht in Frage, das passt nicht in unser Unternehmen, Philosophie, Budget. Da wird man relativ schnell an der Stelle aussteigen, da kann man verhandeln können, wie man mag. Alles, was sich irgendwo drunter abspielt, passiert da sehr viel und das trotzdem auch. Also ich hatte ein Erlebnis ganz am Anfang, ich habe erst vor 1,5 Jahren durch angefangen, hatte einen Anruf, Assistent ruft mich an, wir hatten 2, 3 Gespräche, alles gut, inhaltlich geklärt, haben da auch gespielt und ich habe dann irgendwann natürlich auch recht früh ein Angebot geschickt, da war mein Preis drin, das wollte er von mir. Und war gut, war ein tolles Gespräch und dann meinte er, jetzt ruft noch mein Geschäftsführer an, also mein Boss ruft noch an. Okay, dann klingelt das Telefon, Chef war dran, meinte, Herr Neher, Mensch, habe ich ja gesehen, Sie kommen ja mit meinem Kollegen klasse klar. Und jetzt wollte ich natürlich mit Ihnen über den Preis reden. Dann sage ich, ja, können wir drüber reden. Und dann hat der meinen Angebotspreis, der hat mir dann 15% nicht Nachlass vorgeschlagen, sondern der hat den praktisch auf 15% reduziert. Also ein paar hundert Euro waren da noch übrig. Und dann habe ich, da ging es um 10 Teilnehmer. Und da dann drauf einzusteigen, wer hätte denn irgendwo hingeführt? Und dann habe ich ihm gesagt, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich habe Ihre E-Mail-Adresse, ich schicke Ihnen einen Link von einem bekannten Online-Händler. Da gibt es ein Buch, das heißt Getting to Yes, Harvard-Konzept. Kostet 29,90, kaufen Sie 10 Mal, haben Sie nochmal die Hälfte gespart. Und ich denke, dann ist das in Ordnung. Kriegen Sie von mir gratis den Link. Okay. So, dann kam die Reaktion,
Herr Neher, ich verstehe, ich glaube, Sie können lesen, ich kann lesen. Ich glaube, nicht meine Mitarbeiter können lesen. Lassen Sie uns jetzt mal schauen, wie wir das inhaltlich hinbekommen. War einer der ersten Aufträge, der eben so zustande kam. Einfach überhaupt nicht. Worüber soll ich sprechen, wenn es nichts mehr darüber zu sprechen gibt? Ja, genau, dann lieber sagen, du bist nicht mein Kunde oder eine Alternative bieten. Ja. Genau. Wir waren jetzt gerade in sehr hohen Niveaubereichen. Und viele unserer Zuseher aus dem GSA haben ja auch andere Preisklassen. Also sind nicht alle in diesen 9000er-Bereichen, um diese Summe, die ja vorhin auch genannt war, zu hören. Und außerdem gibt es auch viele Trainer, die jetzt nicht nur die Speeches machen, sondern eben auch Training. Und Training ist das Honorargefälle jetzt wieder ein bisschen anders. Wir haben auch mit dir, Jutta, jemand, der letztes Jahr die University abgeschlossen hat. Du hast viel Erfahrung, aber da kam nochmal was drauf. Du hast da deinen Abschluss gemacht. Und da sind sicherlich auch Kollegen da, die sicherlich von 9000 Euro jetzt noch ein bisschen träumen. Das kommt noch. Aber was machen wir denn jetzt mit denen, die sagen, ich bin jetzt eingestiegen, ich bin jetzt in diesem Business. Du sagst, du bist ja auch erst seit 2 Jahren drin, aber trotzdem schon sehr auf sehr hohem Niveau eingestiegen, aufgrund der vielen Ausbildungen und aufgrund der vielen Erfahrungen, die du hast. Aber wir haben jetzt ein paar, lassen wir sie mal mit 2000 Euro einsteigen. Ich denke, das ist so ein Niveau, wo man sagen kann, da sind viele da, die tolle Arbeit leisten, die super Dinge machen. Wie schaffen die jetzt diese 2000 Euro nach oben zu ziehen? Vielleicht nicht bis zu der 9, aber mal irgendwann das Ziel ist zu verdoppeln, wäre ja schon mal ein ziemlich großes, anspruchsvolles und auch angenehmes Ziel. Was können die machen? Also ich hatte neulich ein ganz interessantes Erlebnis dazu. Das ist ein Kunde, für den ich schon früher gearbeitet habe und habe eben durch letztendlich die Ausbildung bei der GSA auch mein Honorar deutlich hochgesetzt und war dann am Telefon mit dem im Gespräch und sagte dann, es ist ja schon länger her, dass wir jetzt zusammengearbeitet haben, also mein Preis hat sich verändert, habe meinen Preis genannt und hörte dann, also dass er wirklich schluckte und dann habe ich die Gegenfrage gestellt, wo hätten Sie mich denn eingeschätzt? Und das war dann so ein bisschen unter meinem und wir konnten dann insofern verhandeln, dass wir gesagt haben, okay, meinen aktuellen Preis bezahlt er. Ich habe bei einem anderen Bereich, habe ich dann, also Voranalyse habe ich dann ein bisschen runtergenommen bzw. integriert, sodass ich auf jeden Fall für die Folgeaufträge jetzt meinen Preis immer habe. Und das hat gut funktioniert und das fand ich auch interessant, auch wiederum fürs Selbstwertgefühl einfach diese Rückmeldung zu kriegen, dass er selbstverständlich davon ausgegangen ist, dass sich der Preis verändert. Und ich glaube, da muss man auch ein Stück weit mutig sein, nicht einfach einen Preis, der dann auch mal da ist, den immer weiterführen jedes Jahr, sondern auch wie eben jedes andere Unternehmen die Preiserhöhungen auch zu machen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, da dran zu bleiben, ob das jedes Jahr oder jedes zweite Jahr zumindest ist. Und nicht 6, 7 Jahre immer den gleichen Preis, weil dann kommt man nicht mehr raus. Also mutig sagen, ich bin heute höherpreisig als früher. Was kann man noch tun? Wie kann ich es schaffen, von 2000 Euro den Preis nach oben zu ziehen? Ich würde den Punkt aufnehmen, vor Mut kommt Angst. Ne? Also, oder in welcher Reihenfolge auch immer. Das ist ja oft auch, warum nennt man denn seinen Preis nicht? Weil ich Angst davor habe, dass jemand sagt, nee, dafür nicht. Ja, also ist ja ganz einfach an der Stelle. Und da ist ja Angst, klar, wir leben davon, dass wir uns hier verkaufen und irgendeinen Preis dafür bekommen. Und die Angst ist eben, wenn ich meinen Preis nenne und der vielleicht höher ist als vor einem Jahr oder vor zwei, dass dann halt irgendjemand sagt, dann kommen wir nicht zusammen. Und wenn ich mit dieser Angst schon ins Gespräch gehe, diesen Preis zu nennen, dann hast du, glaube ich, vorhin auch schon ein bisschen erwähnt, ja, wie gehe ich da rein, welche Rhetorik habe ich? Habe ich da einen geraden Blickkontakt, kann ich sagen, ja, mein Preis ist 9000 Euro am Tag. Da brauche ich auch noch ein paar Tage zu, reden wir dann drüber. Und das einfach gerade sagen kann, ohne Angst oder ohne, dass mein Gegenüber diese Unsicherheit merkt, dann habe ich da viel gewonnen und dann kann ich auch darüber sprechen, meine Preise zu erhöhen, wenn ich den Mut habe. Klarer Tipp, wie sage ich es ohne Angst? Ganz viel Vorbereitung. Ich komme zurück, Vorbereitung. Ich brauche einfach unglaublich viel Klarheit. Wie formuliere ich das? Ich muss das vielleicht auch mal üben. Ja? Lebenspartner, Freunden, einfach mal wirklich diesen Satz laut auszusprechen. Ja, und eben den Blickkontakt, gratis, Kinn, einfach diese körpersprachlich mit meiner Präsenz, die ich habe, meinen Preis zu nennen. Ja? Mit all den Dingen, das Paket, vorne was, hinten was, ja, wie auch immer. Aber ich muss ganz klar sein, was ich da möchte. Und dann muss ich auch darauf gefasst sein, wo jemand gegenüber sitzt, ja, der wird sagen, ups, so viel oder unglaublich oder das ist ja höher wie letztes Mal. Ja, das ist höher wie letztes Mal, stimmt. Ist doch gut so. Also einfach so ganz einfache Dinge, die... Hilft eine Preisliste? Eine schriftlich formulierte Preisliste? Im Trainingsbusiness weiß ich nicht, wenn man sehr viele Bestandteile vielleicht hat, sehr viele unterschiedliche Leistungen, kann ich mir das vorstellen, dass das hilft? Weil dann steht es zuerst mal auf Papier, muss man sich mit auseinandersetzen. Im Einkauf spricht man von Anchoring-Tools, also ich habe einen Anker und eine Preisliste ist zuerst mal etwas
das ist ein Anker. Ja? Die lege ich jemand hin und dann werde ich mich damit beschäftigen. Wenn Sie im Katalog bestellen bei einem Versandhändler, dann haben Sie auch nichts anderes als eine Preisliste und dann gibt es ja auch irgendwie wenig Möglichkeiten, darüber noch zu sprechen. Ich sage es auch aus der Situation heraus, dass ich ja auch ein bisschen nervös bin, wenn ich jetzt anfange, meinen Preis zu erhöhen. Das bin ich noch nicht so geübt, habe viele Jahre das für 2000 Euro gemacht. Wir wollten ja hochziehen jetzt. Und dann kommen ja auch so Rechenspielchen und als Einkäufer kannst du das wahrscheinlich ganz schnell aus dem Kopf, aber was mache ich denn, wenn er sagt, das sind 10 Tage, wie schnell rechne ich dann aus, dann hätte ich gerne ein paar Prozente oder ist nur ein Halbtag. Also für diese Sonderfragen, es kommt ja nicht immer nur die klare Frage, was kostet der Tag und dann kommen Fragen, was kosten die Unterlagen was, du hast gerade von Analyse vorhin gesprochen, wie schaut es mit Fahrtkosten an, wie schaut es mit Hotelkosten aus, was wird da gezahlt. Also solche Fragen kommen ja und da kann ich mir in so einer Situation vorstellen, dass da schon die Blackouts im Kopf da sind, dass ich sage, so schnell kann ich das jetzt nicht mehr hoch, runter oder umrechnen. Aber da kenne ich Einkaufssituationen, wo ich auch, wenn man komplexe Gespräche hat, wo ganz viele Dinge auf dem Tisch liegen, ja, dann nehme ich einen Taschenrechner, eine Excel-Tabelle, klappe meinen Laptop auf oder was auch immer zur Verfügung steht und sage, okay, das muss ich jetzt mal kurz durchkalkulieren. Ja. Ich brauche jetzt mal 10 Sekunden Zeit, nehme mir einen Zettel, einen Stift, einen Taschenrechner, was zur Verfügung steht und rechne es mal durch, im Zweifelsfall sogar am Flipchart. Und sag, okay, wir haben jetzt drüber gesprochen, ne? Mein Tagessatz mal 10 und jetzt sollen noch die Fahrtkosten weg. Dicker Strich drunter, schauen Sie mal, ob ich hier richtig, also einfach so kommunizieren. Also das Beispiel mit dem Kunden zusammen sozusagen auszurechnen. Das auszurechnen kann man gemeinsam machen, kann ich für mich machen, indem ich sage, okay, ich muss da mal kurz... Ich brauche da mal eine Minute, um für mich das zu sortieren. Was sehr viel Selbstwertgefühl ausrichtet. Das wollte ich gerade sagen. Ich würde diese Empfehlung finde ich wunderbar und setzt aber voraus, dass ich schon sehr klar bin und sehr gut orientiert bin über meinen Selbstwert, meine Selbstachtung und auch meinen Marktwert, den sogenannten sprichwörtlichen. Das heißt, ich muss über meine Positionierung extrem klar Bescheid wissen und über den Kunden Bescheid wissen. Mhm. Es spricht überhaupt nichts dagegen, in einer solchen Stresssituation, und als solche erleben wir das ja dann auch, einfach zu sagen, wissen Sie, das ist ein neuer Aspekt und geben Sie mir einfach 2 Stunden, nicht 1 Minute, 3 Sekunden, und ich würde es gerade denen, die sehr unsicher sind, überhaupt nicht empfehlen, es vor dem Kunden zu machen, sondern einfach 1, 2, 3 Formulierungen, die so vage, aber freundlich sind und dann aber wirklich sagen, heute Abend um 18 Uhr haben Sie von mir ein schönes Angebot auf dem Tisch oder darf ich Sie nochmal anrufen, aber besser ist zu sagen, ich mache Ihnen ein Angebot, über das wir dann reden, und einfach ein Modul vorformulieren, schriftlich, was aber wirklich ganz, ganz gut formuliert sein muss, was man dann dem Kunden schickt und dann kann man reden. Ja. Das geht natürlich in einem Bereich, in dem wir nicht sehr kleinteilig und über große Masse reden. Wir sprechen hier über einen Markt, wo es sehr auf Qualität ankommt und wo die Einzelleistung, sei es ein Trainertag, sei es eine Keynote, wirklich einen deutlichen Preis natürlich auch fordern. Ich finde, der Kunde hat das verdient, dass wir mit ihm ordentlich verhandeln und auch in diesem Sinne ordentlich verhandeln, nicht da so ein Preispeilen machen, sondern dass der Kunde auch wirklich genau eine ehrliche und klar orientierte Antwort bekommt und auch einen Spielraum selbstverständlich genannt bekommt. Damit habe ich außerordentlich gute Erfahrungen gemacht. Also ich bin auch eher ein Fan davon, zu Hause dann nochmal gut durchzurechnen und dann das Angebot zu schicken. Was ich auch schon durchaus mehrfach gemacht habe, ist, man kriegt ja manchmal Anfragen, wo man sagt, ja, könnte ich schon machen, aber so ganz heiß bin ich da nicht drauf. Genau. Und dass ich da einen entsprechend hohen Preis genommen habe, so, um einfach mal auszutesten, also so nach dem Motto, also wenn Sie mich da unbedingt haben wollen, dann müssen Sie auch ein bisschen Schmerzensgeld zahlen. Genau, und dann ist es aber einfach auch wiederum die Erfahrung und Bestätigung für Selbstwertgefühl, zu sagen, naja, wenn es da geht, dann geht es woanders auch. Na, an der Stelle würde ich dann nur natürlich, und dafür bin ich jetzt Coach genug wieder, würde ich wieder einhaken und sagen, das finde ich ganz charmant und das ist für das Selbstwertgefühl erstmal sicherlich auch nützlich, nur dann wieder die Frage, aha, und was gebe ich in der Wertebalance dann in den Kunden, ne? Das heißt, wenn der Kunde, wenn ich sag's mal so auf Rheinisch, sowieso keinen Bock habe da drauf und der muss dafür bezahlen, dass ich da jetzt eine mehr oder weniger gute oder schlechte Performance mache. Na, wenn die muss schon gut sein. Und wenn die Performance gut ist, wie ist denn meine eigene Haltung? Also das sind immer so unterschiedliche Kriterien dabei. Die darf nicht untergehen dabei. Aber wenn ich mache auch die Schmerzensgeldregel bei manchen Situationen und das bedeutet für mich, warum mache ich die Schmerzensgeldregel? Weil es etwas ist, was außerhalb meiner Norm ist. Das heißt, ich muss mich extra vorbereiten. Da passiert ja auch was. Und deswegen ist eben die Frage, will ich es dann machen, will ich es nicht machen. Das ist aber wenn dann diese Schmerzensgeldregelung kommt, dann bin ich auch bereit, diese extra Vorbereitung zu machen. Schau, wie wir formulieren. Und das ist wieder meine Sprachverliebtheit an der Stelle. Wenn ich Schmerzensgeld sage, dann haben wir alle sofort ein Bild im Kopf. Ah, eigentlich, ich will nicht. Okay, komm, Kunde, zahl drauf. Naja, dann mache ich es mir ganz nett und die Stadt ist auch ganz schön, da wollte ich immer schon mal hin und so. Erklär mir das. Das wäre das natürlich die falsche Motivation. Ja, aber ich will gar nicht so weit gehen und sagen, falsch. Das ist eine mögliche Motivation. Und jeder darf für sich selber entscheiden. Das haben wir alle schon gemacht und ich will da auch überhaupt das gar
gar nicht abwehren, sondern so, schau nur, es gibt daneben auch anderes. Das, was du gerade beschrieben hast, Gabi, ist aus meiner Sicht was ganz Wertvolles und anderes. Ich muss mich vorbereiten auf eine andere Weise, weil es nicht meinem regulären Standard entspricht. Das heißt, ich gehe in eine Sonderleistung und die darf wirklich honoriert werden. Und das ist nicht Schmerzensgeld in meiner Wahrnehmung, sondern da entlohnt dich jemand sehr zu Recht. Extra Meile. Ja. Und das ist doch wunderbar. Und so kann ich mir das doch selber auch ganz anders erklären, als wenn ich sage, du Blöder, ich sag's mal salopp, so hast du es nicht gemeint, das weiß ich. Nee, also mir geht's auch eher genau um diese Themen, weil man hat ja ein gewisses Repertoire und es gibt Themen, die eben dann so ein bisschen am Rand sind, wo es eben mehr Aufwand bedeutet. Und das kann dann manchmal, wenn dann vielleicht, jetzt sage ich noch, es gibt ja nicht immer nur sympathische Menschen, die einem dann gegenüber als Einkäufer auch sitzen. Und wenn das so in der Kombination ist, dann sage ich, dann ist es dieser Aspekt, wo ich dann einfach ein bisschen mehr haben will. Aber nichts Schlimmeres, wie wenn mich die Antipathie oder Sympathie in ein Geschäft laufen lässt oder rauslaufen lässt. Ja. Das wäre ja die Katastrophe. Genau. Und wenn ich vorhin so ein bisschen die Gesprächssituation nenne, also für mich als Verhandlungstrainer wäre es ja eine Katastrophe, wenn ich sage, oh, ich muss jetzt nochmal nachrechnen und schicke vielleicht mal heute Abend was vorbei. Dass ich dann natürlich hier als Verhandler sage, dann brauche ich mal mindestens einen Flipchart. Ein Taschenrechner bei einfachen, großen, ganzen Zahlen gelingt es meistens ohne. Da würde ich natürlich in die Rolle gehen. Das würde ich beispielsweise auch von einem Präsentations- oder Moderationstrainer erwarten. Dass der dann sagt, okay, jetzt müssen wir uns da mal ein bisschen drüber unterhalten. Wie können wir das denn machen? Und mal mit zwei, drei Fragen. Und ja, also und deine eigene Preisverhandlung moderiert. Natürlich, also das ist sein Spiel. Ja, das ist wunderbar. Und das muss ich auch vorbereiten. Ich muss mir das vorher ein bisschen überlegen. Wow, also unverhofft kommt oft. Oder ja, ich habe auch so immer ein Thema, erwartet das Unerwartete. Das ist ja, gibt ganz viele Situationen im Leben. Ich kann auch nicht alles vorbereiten. Ein Freund von mir sagt auch immer, ihr Verhandlungstrainer sagt immer, ihr müsst so viel vorbereiten. Wenn ich meinen Marathon nehme, wenn ich eine Marathonvorbereitung mache, ich laufe nie 42 Kilometer in der Vorbereitung. Ich laufe 30. Ich sage, okay, super Bild, das nehmen wir. Mhm. Ja, lass uns die 30 mal gelaufen sein und dass wir da locker ankommen. Und dann schauen wir, was die anderen 12, die haben wir dann, wenn es Rennen ist. Und da so ein bisschen mit umgehen können und zu spielen, je nach Thema muss schon sein. Auch wenn ich Verkaufstrainer bin, würde ich mir vorstellen, da muss was kommen. Das ist natürlich nochmal anders als in dem Feld, über das wir jetzt hier ja maßgeblich sprechen. Das ist halt ein bisschen unterschieden. Ich würde nochmal an einem ganz kurzen Punkt einhaken wollen. Du sagtest gerade, es gäbe nichts Schlimmeres, wenn ich das richtig zitiere, als mit Sympathie oder Antipathie in so ein Gespräch raus oder reinzugehen. Und das sehe ich ein bisschen anders. Ich lasse mich tatsächlich von dem, was wir gemeinhin Sympathie nennen, auch tragen und leiten. Nenn es Intuition, nenn es Bauchgefühl, nenn es Dummheit oder wie auch immer, erfahrungsgemäß ist das die dauerhafteste Kundenbindung. Und ich meine damit nicht sowas wie nur über Emotionen und über viel Reden und so weiter. Aber es gibt einen ganz gewissen inneren Sensor. Der ist natürlich auch gefüttert durch jetzt viele Jahre Erfahrung, klar. Es gibt einen inneren Sensor, der mich normalerweise bei Kunden, die merkwürdig daherkommen oder relativ unverschämt wirken, bei zwei, drei Nachfragen, der sagt, das lohnt sich, bleibt da dran. Und das sind oft ganz großartige, langfristige und auch, nebenbei bemerkt, sehr gut honorierte und dotierte Kundenaufträge dann. Also das gibt's auch. Und es ist sowas wie, lass uns doch den Kunden auch ein bisschen beibringen, wie sie bitte mit uns reden sollen. Hm. Und das, ist einfach ganz wunderbar, finde ich. Und ich kriege großartiges Feedback genau da drauf. So eben gesagt schon, so redet mit uns gar keiner, sowas fragt uns kein anderer. Und ich bin innerlich ganz erschrocken und denke, aber das ist doch normal. Nee, ist nicht normal. Also aus meiner Sicht auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil manchmal, also habe ich bereits erlebt, Menschen dann in den Unternehmen, die einen dann also wirklich so als Dienstleister, du musst hier was für uns tun und wir haben dich jetzt eingekauft, also eine ganz üble Art mit einem auch umgehen. Und das ist für mich dann auch ganz klar, dass ich sage, nee, da will ich nicht arbeiten. Und ich glaube, genau zu dem Punkt muss man auch kommen, jetzt wieder Selbstwertgefühl zu sagen, mache ich den Auftrag oder mache ich den nicht. Ja. Also mal in die Situation zu kommen, das auch frei entscheiden zu können. Ja, ist nicht immer so einfach. Ja. Kommen wir zu unseren beiden letzten Runden. Unsere erste letzte Runde ist, einen Tipp zu geben, einen Tipp oder also ein Statement zu geben oder drei Ratschläge, also drei Tipps, was wir unseren Zuschauern geben möchten. Also entweder Statement oder drei Tipps, so ganz auf den Punkt gebracht. Wer möchte beginnen? Ihr schaut mich an. Ich nehme so ein bisschen die Verhandlungsbrille natürlich gerne an. Was kann ich machen, wenn ich in einer Verhandlungssituation bin? Vorbereitung hat man angesprochen. Erwarte das Unerwartete. Und das trotzdem auch mit dem Gegenüber sein. Neugierig sein. Und Neugierde heißt Fragen stellen. Wir sprechen zu viel und fragen zu wenig. Das ist der Punkt, und dadurch aus dieser Neugierde entwickelt sich vielleicht auch jemand, den ich gar nicht leiden kann, der mir unsympathisch ist.
wenn ich da anfange zu hinterfragen und nicht nur meine Wahrnehmung als gesetzt nehme, dann komme ich vielleicht auch zu einem Projekt, wo ich sage, Mensch, so übel ist der oder die gar nicht. Damit komme ich dann doch weiter. Also mehr Fragen, weniger reden. Okay, also das Unerwartete erwarten, mehr Fragen, weniger reden. Und der erste Punkt war die Vorbereitung. Ganz genau. Was habt ihr für 3 Punkte oder Statements? Also ich empfehle auf jeden Fall, einen Businessplan zu machen, weil das hat mir sehr gut geholfen im letzten Jahr, um damit erstens das Produkt nochmal klar zu kriegen und zweitens damit dann auch den Preis. Dann aus meiner Sicht ganz entscheidend auch, in welche Branche will ich denn gehen und wie soll das Produktmix aussehen, was ich dann anbiete. Natürlich immer mit einer entsprechenden Flexibilität, um beim Kunden anzudocken, zu sagen, was braucht denn der, wie kommen wir da gut in eine Passung und dann stimmt auch der Preis. Schön. Bitteschön, Greta. Ja, und den größeren Rahmen genau um das herum, einfach zu sagen, gute Positionierung, exzellente Positionierung gelingt nur von innen nach außen. Das heißt, ein großes Gefühl, gutes Gespür dafür zu haben, was sind meine Talente, meine Fähigkeiten, was ist das, wo ich wirklich, wirklich hin will, professionell. Und das dann im nächsten Schritt, nachdem es entwickelt ist, zu verknüpfen mit der Marktsicht und dann genau diese Schritte zu tun, die du auch sagst, ganz pragmatisch einen Businessplan zu machen. Wirklich, es klingt so unsexy, aber es ist so notwendig. Ja. Gut, dann kommen wir zur letzten Runde. Vielen Dank. Und zwar eine private Frage an euch. Und ich schaue jetzt dich einfach nochmal an. Volkmar, du hast Gitarre studiert. Meine ganz persönliche, private Frage an dich. Wenn du wählen könntest, mit wem würdest du denn gerne mal ein Konzert geben? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich hätte sehr gerne ein Konzert gegeben mit Amy Winehouse. Muss ich sagen, weil ich sie in der Zeit, wo sie da war, also ich, da ich ja Musik mache, ich hatte schon ein bisschen Kontakt praktisch zu ihrer Musik, bevor sie wirklich berühmt wurde. Und das hat mich damals schon berührt, hat mich umso mehr berührt, dass sie gestorben ist. Also wenn es eine Chance gäbe, hätte ich gerne mit ihr gespielt. Mit Amy Winehouse, ja. Greta, stell dir vor, jemand aus deinem Verwandtenkreis hat deinen großen, runden Geburtstag und möchte eine wunderbare Rede haben. Was tust du? Hältst du sie selber oder engagierst du jemanden von deinen? So eine solche Frage noch kommt. Also ganz klar, erster Impuls, genauso wie jetzt hier, mir wird heiß und kalt. Und wenn es wirklich jemand aus meinem engeren Kreis, sei es Blutsverwandtschaft oder gewählte Verwandtschaft ist, ich würde mir, glaube ich, mich da durchwühlen durch die Angst und durch die ganzen Befindlichkeiten und das selber tun. Und wie gesagt, mit Angst und mit Respekt und allem, aber ich würde es selber tun. Schön. Ja, und liebe Jutta, du hast ja eine Stelle, eine Halbstelle, Kronrektorat, glaube ich, oder Krondekan heißt ist das. Prodekan, ja, genau. Dankeschön. Prodekan an der FH. Wenn du jetzt im Ausland eine Stelle angeboten würdest, bekommen an einer Universität, an einer Fachhochschule, wo würdest du besonders gerne hingehen? Also ganz klar Lateinamerika. Okay. Ich war 1,5 Jahre in Venezuela, da gefällt es mir super gut, politisch ein bisschen schwierig, aber eigentlich ist mein Wunsch, ich möchte durch alle Länder in Südamerika gereist sein. Da fehlen noch ein paar auf der Landkarte. Ich war jetzt gerade in Brasilien, aber ich glaube nicht, dass ich das mit der Professur verbinden möchte. Freiraum haben. Absolut. Okay, aber wenn dann in Südamerika. Ja, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Es waren sehr wichtige Punkte drin, um unser Selbstwertgefühl und die Honorare im richtigen Gleichgewicht zu jonglieren und das möglichst auf höchstem Niveau. Vielen Dank. Vielen Dank auch, dass Sie heute wieder dabei waren. Nächsten Monat geht es weiter mit neuen Themen, mit neuer Inspiration und neuen wichtigen Erkenntnissen. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.